4. Juni 1937. Heute vor 85 Jahren wurde in den USA die Erfindung eines Supermarktbesitzers vorgestellt, der Einkaufswagen. Jens Schellers. Münze reinschieben, Wagen rausschieben und rumschieben. So geht der Einkauf los und es ist immer das Gleiche. Der Einkaufswagen. Findige Forscher versuchen ständig, seinen Fahrerinnen und Fahrern das Befüllen noch verlockender zu gestalten. Konsumforscher Alexander Hennig von der Hochschule Mannheim. Die sind meist etwas größer als der statistische Durchschnittseinkauf. Das verleitet uns dazu, ihn als leer zu empfinden und mehr zu kaufen. Außerdem ist die Bodenfläche etwas angeschrägt zum Kunden hin, sodass Artikel zum Kunden hin rollen und damit aus dem Blickfeld des Kunden beim Einkaufen. Es gibt Einkaufswagen, die rollen leichter, wenn sie voll sind. Und eine Studie der Universität Innsbruck hat im vergangenen Jahr dann noch herausgefunden, dass Einkaufswagen mit Griffen in Rollrichtung anstatt einer einfachen Querstange die Kauflust um ein Viertel steigern. Weil kaufen ist wunderschön. Und nichts anderes wollte Sylvan Goldman vom Humpty Dumpty Supermarkt in Oklahoma City, als er 1937 zwei Klappstühle miteinander verkuppelte, Rollen drunter schraubte und auf den Sitzflächen zwei Einkaufskörbe montierte. In einer Zeitungsannonce machte er seine neue Verlockung bekannt. Es ist neu. Es ist sensationell. Nie wieder Körbe schleppen. Allerdings wollte zunächst niemand seinen Einkaufswagen benutzen. Die Herren wollten sich nicht die Blöße geben, keinen Korb tragen zu können. Und die Damen erinnerte das neue Einkaufsgefährt zu sehr an einen Kinderwagen. Ein kleiner Trick sollte Goldman helfen. Für jedes Geschäft stellte ich je eine junge Dame Ende 20 ein, eine andere ungefähr in den 40ern und eine weitere in ihren späten 50ern. Und diese Menschen haben genau am Eingang des Geschäftes eingekauft. Mit diesen neuen Einkaufswagen, versteht sich. Von da an wollte sie jeder haben und schnell wurde das Modell Klappstuhl reformiert. Mit einer verjüngten Vorderseite und einer einklappbaren Rückseite, einer Erfindung vom Goldman-Konkurrenten Orla E. Watson, ließen sich die Wagen nun platzsparend ineinander schieben. Mit dem beginnenden Wirtschaftswunder kam der Einkaufswagen 1949 dann auch nach Deutschland. Gehen Sie mit der Konjunktur, gehen Sie mit auf diese Tour. Für viele Hausfrauen ist es zur Gewohnheit geworden, mit dem Wagen an den Regalen entlang zu gehen und die Ware selbst zusammenzusuchen. Damit nehmen sie dem Verkäufer die Arbeit ab, haben aber andererseits die Freiheit der Wahl. Dem Sterben der kleinen Tante-Emma-Läden in den 1960er Jahren folgt ein Boom der Einkaufswagen. Sie werden größer, weiter, tiefer. Kürzlich hat Discounter Aldi sogar einen intelligenten, sogenannten Smart Shopper getestet, der Scannen und Zahlen an der Kasse künftig überflüssig machen soll. Sinn und Zweck der großen Rollkörbe ist aber nach wie vor und seit seiner Erfindung der gleiche geblieben. Weil kaufen ist wunderschön, erst recht mit Griffen in Laufrichtung statt der üblichen Querstange. Wie würde es nur um unseren Wohlstand stehen, wäre Sylvan Goldman nicht auf die Idee mit dem Einkaufswagen gekommen. Es wäre wie es ist, weil es jemand anderes getan hätte, sagt Sylvan Goldman 40 Jahre nach Veröffentlichung seiner Erfindung. Es hat aber niemand anderes getan. Am 4. Juni 1937 stellt Sylvan Goldman seinen ersten Einkaufswagen in einer Zeitungsannonce vor. Heute vor 85 Jahren.